Moin, ihr Lieben, es ist endlich soweit. Ich habe das jetzt geschafft, das Embossing-Video zu machen. Ich hatte auch ein bisschen Probleme zwischendurch mit dem Laptop. War ein bisschen nervig, muss das dann, glaube ich, irgendwie mindestens zwei, dreimal bearbeiten. Und ja, wenn jemand eine Zeitmaschine hat und sagt, ich weiß nicht, was er damit tun soll, bitte reise zu meinem Vergangenheits-Ich und sag ihm, sag nicht, dass du ein Bossing-Video machst, weil mich stresst das eigentlich total, weil ich bin nicht der Held mit dem Bossen, ich bosse auch so ein bisschen anders als andere Leute. So, und zwar, ich weiß, ich finde das total lieb, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde mit diesem Embossing-Buddy, dass das ja eine Möglichkeit ist, das Papier von kleinen Fettfingerflecken zu reinigen, damit nämlich weniger Embossingpulver da klebt, wo es nicht kleben soll. Bei mir ist es so, ich hatte einen Embossing-Buddy. Ich erkläre mal für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, was das ist. Und zwar ist das so ein kleines genähtes Stoffbüdelchen, sage ich mal. Und da ist im Grunde genommen Babypuder drin. Das könnt ihr euch auch selber bauen. Ihr nehmt Babypuder. Und ja, okay, so viel Zeit muss sein. Ich erzähle euch eine kleine Anekdote. Ich will mir meinen Embossing-Buddy bauen. Gehe zu Rossmann, Drogeriemarkt, sag, ich hätte gerne das billigste Babypuder. Oh, wie. Oh, die Mutti, der da stand, die hat mich ja böse angeguckt. Die hat fast gesagt, keine Angst, das kommt nicht an den Babypo. Hab's mir dann verkniffen. Das kriegt ihr wirklich für schmales Geld. Das Zweite, was ihr braucht, ist eine Strumpfhose, eine Feinstrumpfhose. Am besten stülpt ihr die Feinstrumpfhose, sag ich mal, über so ein Glas, tut da halt dieses Babypuder rein, macht das zu, macht eine zweite Feinstrumpfhose drüber, vielleicht sogar noch eine dritte. Dann habt ihr im Prinzip euren Embossing-Buddy. So, ich sage das nur der Form halber. Ich selber benutze den nicht, weil mir der Embossing Buddy mein Embossing Pulver kaputt gemacht hat. Da bin ich immer noch sauer auf ihn. Und deswegen habe ich den links liegen gelassen, weil bei mir ist zu viel Babypuder in ins Embossing Pulver gekommen und hat das dann halt ruiniert. Das heißt, wenn ihr diese Methode benutzen wollt, achtet wirklich drauf, dass wirklich das ganze Embossing, also dieses Babypuder wirklich vom Papier runter ist. Ich habe es halt nicht geschafft. Und der zweite Grund ist, ich embosse auch viel auf schwarzem Papier, manchmal auch auf anderen bunten Papieren. Und da kriegt ihr das Babypuder so gut wie nicht raus. Also das heißt, ihr habt kein schwarzes Papier, sondern ihr habt ja, schwarzes Papier mit Babypuderfilm. Und ich habe dann meine Embossing-Expertin gefragt, ich dann nerve, wenn ich nicht weiterkomme. Und die hat gesagt, da kannst du auch nichts machen. Das ist wirklich so. Das war Punkt 1, worüber ich mit euch sprechen wollte. Und ja, ich finde es auch total lieb, dass sie mir halt, also es haben mir auch Leute geschrieben, nimm noch den Embossing Buddy. Das ist halt der Grund, warum ich den nicht benutze. Es gibt dann auch noch eine zweite Geschichte, die für mich einfach schwierig ist. Ich guck mal, ich habe hier was Gestempeltes. So, ich zeige das jetzt mal einfach so. Wir tun so, das ist jetzt Embossing-Pulver drauf. Und zwar. Und dann hätten wir hier irgendwie so Krümelchen, die wir weghaben wollen. Jemand mit einer ruhigen Hand kann mit einem feinen Pinsel oder so fein muss er wahrscheinlich gar nicht sein, hier so rangehen, das Pulver dann halt so runternehmen und dann kriegt ihr das schön hin. Aber hier ist das Problem, ich habe einen Tremor. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie ihr habt quasi so ein Kleinkind neben euch sitzen und zwischendurch haut euch das Kleinkind dann mal an den Ellbogen und euch verreißt die Hand. Ungefähr so ist das mit meinem Tremor. Nicht ganz, ich versuche es nur so ein bisschen zu erklären für Leute, die das Problem nicht haben. Deswegen nehme ich keinen Pinsel. Das heißt, ihr könnt das aber wirklich machen. Wenn ihr eine ruhige Hand habt, nehmt einen Pinsel.
So, und ich weiß, ich bin ja nicht die Einzige, die das Problem mit dem Tremor hat. Falls euch das auch betrifft, achtet wirklich bitte darauf, dass ihr euch, wenn ihr anfangt zu embossen, einen Tag nimmt, wo der Tremor nicht so doll ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe an einem Tag embossed. So, ich so, und dann. Pff. So, das heißt, ich habe diese halbe Dose, nicht die, die ist jetzt nur als Beispiel, Embossing-Pulver wirklich verteilt über den Raum. Halbe Dose war für die Tonne. Konnte ich ja auch nicht mehr richtig einsammeln, weil die hier und da verstreut war auf dem Boden und so weiter. Hab das alles weggemacht, war ein sturer Hund, wollte später nochmal embossen, gleiches Ergebnis. Also habe ich gelernt, ich embosse nur, wenn meine Hand auch ein bisschen ruhiger ist. Das ist auch der Grund, warum ich habe solche großen Embossing-Dosen, weil ich halt viel embosse, warum ich das Embossing-Pulver in so kleinere Dosen dann so portionsweise umfülle. A, bei mir wird leider auch mal Embossing-Pulver kontaminiert mit Katzenhaare. Gut, die kann man auch rausfischen, aber auch mit Staub und so, weil ich nicht im Reinraum lebe. Und dann ist es so, wenn dann hier so eine kleine Menge versaut ist oder ich die durch die Gegend feuer, ist nicht so schlimm, als wenn das so eine ganze Dose wäre. Das wollte ich auch noch mal. Also auch für die Leute, die sagen, ich habe aber einen Tremor. Das kann ich nicht. Also ich kann nicht beurteilen, wie schlimm euer Tremor ist. Ich habe halt auch einen. An guten Tagen geht das ganz gut mit dem Embossen. Es gibt Tage, wo ich sage, heute nicht. So. Dann, ich erzähle euch das nur vollständigkeitshalber. Dann gibt es halt Leute, die packen ihr Embossing-Pulver in, sage ich mal, Tupper. Natürlich mit Deckel. Ich weiß nicht, wie viel die da reintun, so eine ganze Dose oder mehr. Dann tun wir mal, das hier wäre der Text, den ich embossen will. Da ist mein Embossing-Pulver drin. Und dann nehmen Sie einen Löffel und machen das hier so rüber. Wenn ihr in einem sehr reinlichen Haus wohnt, ohne Katzen, wo nicht viel Staub ist, funktioniert das. Ich habe das halt am Anfang gemacht und muss sagen, ich fand es nicht so ideal. Aber ich erwähne das einfach formhalber. So, die drei wichtigsten Embossing-Pulver, finde ich persönlich, ist einmal schwarzes Embossing-Pulver. Da kann ich euch das von Wow empfehlen und auch von Ranger. Bitte nimmt da jeweils das super feine. Wenn ihr die Chance habt, würde ich immer super feines Embossing-Pulver nehmen, weil damit kriegt ihr einfach mehr Details hin. Wenn ihr jetzt einen kleineren Text zum Beispiel habt und das Embossing-Pulver ist zu grob, kriegt ihr das wahrscheinlich nicht embossed. Denkt so, oh, ich bin zu doof zum Embossen. Nein, seid ihr nicht. Ihr habt das falsche Material. Und ja, sollte euer super feines Embossing-Pulver irgendwie klumpig sein, sollte ein feines Pulver sein, dann habt ihr das Montags-Embossing-Pulver, da stimmt irgendwas nicht. Dann gibt es weißes Embossing-Pulver, habe ich auch von Wow, super fein. Das benutze ich, weil ich gerne weiß auf schwarzem Papier embosse, zum Beispiel Texte. Es gibt aber auch so ein paar andere Sachen, die ihr mit weißem Embossing-Pulver machen könnt. Hierzu so mein Basic Embossing-Pulver. Und dann das Clear Embossing-Pulver. Auch sehr praktisch. Kann ich euch, das wären so die drei Embossing-Pulver, die ich euch empfehlen würde, die man wirklich am Anfang braucht. Es gibt noch ein paar andere Embossing-Pulver. Ich werde mal gucken, ob ich da später noch mal in den Videos darauf eingehe. Ich habe verschiedene. Aber dann gucke ich mal, dass ich da so kürzere mache. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, damit das Video nicht zu lang wird. So, dann haben wir hier.
Ihr braucht natürlich irgendwas, an dem eurem Boss in Pulver haftet. Und ja, ich benutze Versafine. Ich benutze Versafine eigentlich dann immer, außer ich will Clear embossen, ist übrigens auch ein super feines Embossing-Pulver. Und ich möchte, dass das Embossing-Pulver nachher auch durchsichtig ist. Dann nehme ich ein Embossing-Kissen. Und ja, mit dem Versafine kriegt er halt mehr Details hin, finde ich persönlich, als mit so einem Embossing-Kissen, weil das so ein bisschen klebriger ist. Und ihr müsst natürlich schnell sein. Ein weiterer Grund, warum 30 Grad zum Embossen nicht so genial ist, weil die Stempelfarbe schneller trocknet und ihr noch schneller arbeiten müsst. Dann gibt es von verschiedenen Firmen, ich habe halt so ein Versamark, solche Embossing-Kissen. Ich kann auch nicht sagen, ob da irgendeine Firma besser oder schlechter als die andere ist. Meins ist schon so ein bisschen runtergerockt. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine klebrige Substanz, die da drin ist. Und der Gedanke ist halt, dass das nicht ganz so schnell trocknet wie Stempelfarbe. Werden wir dann hier benutzen, wenn wir hier noch mit dem Clear Embossing arbeiten. Wie gesagt, da gibt es aber dann mehrere Videos von mir. Hier noch so ein bisschen Spielkram und zwar einen Embossing-Stift. Den zeige ich euch heute mit schwarzem Embossing-Pulver. Muss man nicht unbedingt haben, ist ein bisschen Spielkram. Und den Embossing-Bud. Und wenn jetzt hier einer lacht, dann weiß ich, der hat mein Video gesehen, wo ich den Embossing-Dabber-Unfall hatte. Da ist mich hier die Kappe runtergegangen. Mir über die Hälfte von diesem Zeug, was echt super klebrig ist, auf mein Projekt geflossen. Aber da ist noch genügend drin. Damit werde ich vermutlich dann auch euch nochmal was zeigen, dass wir damit arbeiten, aber nicht heute. So, dann sind wir ja noch nicht fertig mit den Sachen, die ihr braucht. Und zwar Embossing-Föhn. So. Ich werde da ein bisschen muttihaft beim Embossing-Föhn. Und zwar muss ich euch erzählen, mein erster Embossing-Föhn war ich super zufrieden mit, aber der hatte einen Kabelbrand. Das heißt, ich saß da, wollte embossen. Das war echt so fies. Ich hatte halt eine ETC, die sollte fertig werden. Erst hatte ich nicht den richtigen Text. Dann habe ich endlich den Text gefunden. Dann habe ich den Stempel verlegt. So, und dann endlich passt da alles. Ich will den Text embossen. Auf einmal rieche ich Schwefel, Stichflamme, meinen Embossing-Föhn. Ja, war so echt so eine kleine Stichflamme. Ich habe mich total erschreckt, habe den erstmal aus der Steckdose gezogen. Sicherung ist zum Glück raus oder ist rausgeflogen, als ich den rausgezogen habe. Es ist zum Glück nichts passiert. Aber aus dem Grund ziehe ich den Embossing-Föhn jedes Mal aus der Steckdose. Ihr müsst das selber wissen. Ich würde das aus Sicherheitsgründen einfach machen, weil ich habe halt auch Katzen. Ich habe Maine Coons, die auch bis 18 Kilo wiegen, die ein bisschen kräftiger sind als normale Katzen. Und ich nicht weiß, ob die nicht doch mal so einen Schalter bedienen können. So, und ja, wenn ihr embossen wollt, ihr braucht einen Embossing-Föhn. Vergesst die urbanen Legenden über die Alternativen. Ich erwähne die jetzt hier auch gar nicht. Den hier kann ich auch nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich das Montagsmodell habe, aber dieser blöde Embossing-Föhn überhitzt. Dann sage ich euch, dass ein Embossing-Föhn überhitzt, wenn er, sage ich mal, 15 Mal embosst Sachen, ist nicht normal. Dann stimmt was mit eurem Embossing-Föhn nicht. Also der hier ist Murks. Ich habe den halt nur für Notfälle. Falls der andere kaputt geht oder falls Besuch mal kurz embossen will, der kann dann nämlich den Föhn nehmen. Dann gibt es, also wahrscheinlich auch noch von anderen Marken, ich habe den halt von Ranger, so ein Heat It Craft Tool. Er sieht aus wie so ein Reiseföhn, ist aber ein Embossing-Föhn und der soll flüsterleise sein. Also flüsterleise heißt, der ist schon ein bisschen leiser als ein normaler Embossing-Föhn. Man hört ihn trotzdem.
Aber keine Kaufempfehlung von mir. Also es gibt Leute, die kommen damit super zurecht, ich nicht. Der wird mir nicht heiß genug. Die Fläche ist mir zu groß, dass ich das nicht richtig kontrollieren kann. Ich glaube, vielleicht versteht ihr nachher, was ich meine. Also zum Trocknen ist der okay. Und selbst Onkel Tim, Tim Holsten, holt das rosa Schweinchen raus und sagt, der embosst nicht mit diesem Föhn. Und selbst wenn Tim das nicht hinkriegt, muss ich mich nicht schämen, dass ich das auch nicht hinkriege. Den Embossing-Föhn, den ich benutze, ist hier der hier von Wow. Ich versuche dran zu denken, das irgendwo in einem Shop zu finden, dass ich euch das verlinke. Das heißt nicht, dass der Shop der günstigste ist. Guckt trotzdem, wo ihr das am günstigsten halt kriegt. Wenn ich euch was verlinke, unten. Ich krieg sowieso keinen Cent davon. Ich mache das nur, weil vielleicht jemand fragt, sag mal, wo kriege ich das denn her? So, dieser Föhn hat den Vorteil, der hat zwei Stufen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier oben ist eine 1, das ist die Trocknungsstufe. Unten ist 2, das ist zum Embossen. Der funktioniert für mich wirklich gut. Der wurde mir im Internet empfohlen. In der Kreativ-Bund-Gruppe. Und ich bin bisher auch wirklich zufrieden mit diesem Embossing-Föhn. Der zickt nicht rum, der hat keine Aussetzer. Und was ich noch gut finden würde, ich weiß, es gab mal bei Action Embossing-Föhn, ich weiß nicht, ob es den gelegentlich gibt. Wenn jemand den von euch hat, ob ihr mir einen Kommentar hinterlassen könnt, wie ihr den findet. Ich habe den mal für eine Freundin gekauft, leider nie ein Feedback gekriegt. Ich glaube, die hat ihn gar nicht benutzt, leider. So, jetzt kommt es aber noch. Sicherheitshinweis. Also, das hier ist im Grunde, müsst ihr euch das so vorstellen, ist das wie ein abgemilderter Heißluftföhn. Also mit dem ihr Farbe von Gegenständen runterholt. Also nimmt bitte keinen Heißluftföhn, der ist zu heiß. So, aber das heißt, hier vorne steht das auch bei mir drauf, hier vorne, dieser Bereich wird heiß. Bitte nicht dran fassen, wenn ihr ihn benutzt habt, nicht dran lecken. Nicht nachgucken, läuft mein Föhn. Also seid hier bitte vorsichtig, richtet das auch nicht auf Leute oder so. Und ja, ich sage das nur, ich weiß nicht, ob jetzt dazu gucken. Embossen ist wirklich was, was ihr am besten nur mit Erwachsener unter Aufsicht macht. So. Und bitte. Benutzt zum Abstellen hier dieses kleine Füßchen, weil wie gesagt, es wird vorne heiß, damit halt nichts passieren kann, dass ihr das nicht aus Versehen aufs Papier legt oder Plastik und so weiter. Ja, diese kleine Sicherheitshinweis aus meiner Sicht muss sein. Ja, das heißt. Die Basics hätten wir jetzt abgeklärt. Also, ich gucke mal, wie das mit dem Wetter hinhaut, weil wenn das hier immer im Kreativbereich zu warm ist, mag ich nicht embossen. Und gerade das weiße Embossingpulver ist eine richtige, richtige Zicke, wenn es darum geht, dass es zu warm ist. Also 15 Grad. Bei 15 Grad embosse ich damit. Wenn das zu warm ist, dann weiß ich so, okay, kann ich eigentlich komplett lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum praktischen Teil über und ihr wisst ja auch immer, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt oder einfach so, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und dann legen wir mal los mit Embossen. Kommen wir mal zum praktischen Teil. Also, ich zeige euch das auch, wie ich embosse. Jemand anderes wird wahrscheinlich sagen, okay, ich mache das anders, ist auch völlig okay. Das ist halt, was sich, sage ich mal, für mich rauskristallisiert hatte, ganz gut ist. Generell kann ich euch empfehlen von Wow Embossing Powder Primary Ebony Super Fine.
Und hier das Embossing Powder Black, super fein Detail von Ranger. Die sind beide gut. Kann ich beide empfehlen. Und ich würde generell auch eher ein super feines Embossing Pulver nehmen, weil ihr dann mehr Möglichkeiten habt, wenn euer Text halt filigraner ist, dass dann auch wirklich die Feinheiten, sage ich mal, ordentlich embossed werden. Ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu plockig. So, bei mir ist es so, dass ich hier, wie ihr seht, ich habe hier diese große Dose und ich fülle mir das in die kleine Dose um, weil ich lebe nicht im Reinraum. Also das wäre das Ideal. Ihr habt einen Reinraum, da ist die ideale Luftfeuchtigkeit, die ideale Temperatur, weil ich würde auch nicht bei 30 Grad embossen. Das wird dann so ein bisschen schwieriger, weil das Papier wärmt auf. Es ist halt so, dieses Embossing-Pulver muss heiß werden, es darf aber auch nicht zu heiß werden wieder. Und wie ihr seht, ist es bei mir halt so, ich habe da halt schon wieder, ich weiß gar nicht, sieht man das? Durch die Kamera, ich habe da wieder so ein bisschen, bei mir kommen leicht Katzenhaare rein. Klar versuche ich die ab und an mit einer Pinzette rauszuziehen, aber auch so Krümelchen sind da manchmal drinne. Und da ich ja auch mit dem Tremor, was ich euch erzählt habe, das Problem habe, dass das mal so machen könnte, und das wäre bei so einer großen Dose wirklich ärgerlich, fülle ich mir das halt hier um. So, was ihr beim Embossen beachten solltet, also ich benutze ja keinen Embossing Buddy, habe ich euch ja auch erklärt schon warum. Ist vorher die Hände waschen. So, ich habe jetzt meine Hände müssten jetzt eigentlich relativ sauber sein. Ich habe die gerade gewaschen. Dann gebe ich hier das Embossing-Pulver rüber. Und ihr seht, es bleibt fast kein Embossing-Pulver hängen. Das ist so, wie es sein soll. Das ist auch ein Papier, was ich rausgeholt habe, was ich nur an den Rändern angefasst habe. Also ich arbeite dann halt mit jungfräulichem Papier, was noch nicht angegrapscht wurde, damit das, weil natürlich achte ich nicht drauf, kann das sein, dass ich mal zwischen was esse, eine Katze streichel oder fütter, gehe wieder hier an meinen Kreativbereich und wenn ich dann hätte ich davon lauter Fingerabdrücke drauf. So, dann gehe ich jetzt mal in die Küche und wende meine Hände oder ich nehme Katzenfutter, glaube ich, in die Katzenfutterdose packen. Und dann bin ich gleich wieder da und dann machen wir das Gleiche mit dem gleichen Papier nochmal. So, ich habe jetzt meine Hände nicht in Palmolive, sondern in Katzenfutter gebadet. Pack hier Fingerabdruck drauf. Gehe hier mit dem Embossing-Pulver rüber. Und ihr seht, was passiert ist. Das Embossing-Pulver bleibt da, wo ich hingetatscht habe, halt liegen. Und wenn ihr natürlich so ein Embossing-Buddy habt, soll der helfen. Ihr geht damit, ich halte da nur nichts von. Aber ihr müsst das selber wissen, ob ihr das ausprobieren wollt. Dann würde der, wenn ihr das Papier vorher behandelt, quasi dieses, dann müsst ihr auch das Babypuder natürlich ein bisschen einweichen lassen. Das ist klar, ne? Und ihr das rückstandslos wieder runterkriegt, ja? Dann sollte der nämlich dieses Fett, was da auf dem Papier ist, quasi das Babypuder, saugt das ein. Und dann könnt ihr da schön drauf arbeiten. Das hier tue ich mal weg. So. Das Problem ist auch, wenn ihr zu viele Fremdkörper, und hier sind schon ein paar drinne,
Wenn ihr in eurem Embossing-Pulver habt, dann kann das halt sein, dass das Ganze halt kaputt geht. So, also was ich benutze, ist ein Versafine-Stempelkissen. Das heißt, ihr müsst beim Stempeln und Embossen relativ schnell sein. Ist wirklich so. Ich würde das noch mal hier. Ich würde das Papier noch mal ein bisschen kleiner schneiden. Und ja, ich kriege das nicht perfekt hin mit den Embossen. So, und ihr seht, oh, ja, jetzt kriege ich es noch nicht mal hin mit dem Stempeln. Aber dann ist das so. Und ich nehme jetzt mal wirklich was von diesem frischen Pulver. Gib das hier rüber. Lass das hier rüberlaufen. Wie gesagt, es gibt auch Leute, die kaufen sich so eine große oder mehrere, weiß ich nicht, wie viele Dosen sie nehmen, und tu das in so eine Tupperdose. So. Jetzt habe ich hier ja einige Flecken und ich puste das einfach weg. Das ist nicht optimal, ich weiß. So. Und gleich embossen. So, ich werde das jetzt embossen und werde euch gleich nochmal erklären, worauf ihr darauf achten müsst. So, jetzt muss ich mal gucken, hat das jetzt auch alles geklappt? Und zwar, ich habe da schon was embossed gehabt. Was mich noch nicht so glücklich gemacht hatte. Und ich habe den Verdacht nämlich, dass ich da schon zu viele Fremdkörper neben Embossingpulver habe. Wenn ihr da zu viele Fremdkörper drin habt, Pigmente, sag ich mal, oder nicht Pigmente, sondern irgendwelche Staub und so weiter, kann das sein, dass ihr damit halt nicht mal richtig embossen könnt oder wenn da zu viel Babypuder drin ist. So, um rüber zu fahren, warte ich jetzt natürlich einen Moment, bis es abgekühlt ist. Das dauert nicht ewig. Ja. Das hier ist nicht mehr in Ordnung. Das heißt, das werde ich hier wegpacken. Hab jetzt werde mit frischem Embossingpulver arbeiten. Ja, das ist halt so. Das Problem, wenn man halt nicht so einen kniestreifen Arbeitsplatz hat. So, jetzt werde ich das hier umfüllen. Deswegen braucht, also natürlich, ihr könntet jetzt sagen, also ich weiß auch, es gibt Leute, die sagen, mir ist mein Embossingpulver noch nie verunreinigt. Bei mir passiert das halt schon. Und ich benutze halt diese Katalogseiten, weil ich festgestellt habe, dass da jetzt normalerweise nicht so viel Embossingpulver hängen bleibt, wie wenn ich halt normales Papier nehmen würde. Und ich kann die jetzt hier einfach wegwerfen und kann dann die nächste Seite nehmen. Solltet ihr insbesondere machen, wenn ihr euer anderes Embossingpulver natürlich nehmt. Und ja, ich erwähne das, weil das nicht selbstverständlich ist und mir mein Mann dadurch ein Embossingpulver versaut hat, weil er
meinte, schwarz embossen zu müssen, weiß zu embossen und nicht das Papier zu wechseln. Weil er ja meinte, ja, da bin ich immer noch ein bisschen fuchsig, weil er ja meinte, ja, da ist ja nichts mehr auf dem Papier drauf. Ich habe gesagt, doch, da ist noch was drauf. Und ja, dann war das Embossing-Pulver kontaminiert. So, und es ist einmal so, dass das halt schwärzer wirkt. Und das zweite ist, das könnt ihr jetzt halt nicht spüren, aber es ist ein Tick mehr erhaben. So, und jetzt zeige ich euch das nochmal in der Trockenübung. Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Manchmal sackt meine Stimme weg. So, das Problem beim Embossen ist, es gibt, wenn ihr embosst, zwei Probleme. Entweder ihr seid zu lange an einer Stelle verharrt, dann verbrennt euch das Embossing-Pulver. Problem Nummer zwei ist, ihr überseht eine Stelle. Dann schmilzt das Pulver nicht, es liegt nur so drauf. Also müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr halt genau hinguckt, dass ihr halt am besten lässt ihr den Föhn auch einen Moment laufen, geht dann rüber und dann guckt ihr wirklich so hin und geht immer, sobald das Pulver geschmolzen ist, weiter. Das ist auch eigentlich so ein Schimmer, also so ein schummrigeres Licht ist fast besser dafür als jetzt so ein richtiges, weil dann könnt ihr das halt besser sehen. Ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann durch die Kamera. Also es glänzt ja so ein bisschen. Und wenn ich sehe, dass das Ganze halt glänzt, dann weiß ich, da ist kein Pulver mehr drauf, weil das Pulver ist ja matt. Und was es passieren kann, ist, also wenn ihr merkt, es funktioniert nicht mehr, es kann sein, dass wie bei mir, dass das Pulver irgendwie kaputt gegangen ist, weil da jetzt zu viele Fremdkörper drin waren. Es kann aber auch sein, ihr habt gerade 30 Grad und dann wird das Papier halt zu warm. Dann geht ihr da mit diesem Föhn, also ich weiß nicht, wie es richtig funktioniert, aber es ist halt die Erfahrung, dass wenn es zu warm ist, das dann auch eher nach hinten halt losgeht. So, und was ihr natürlich auch, man kann natürlich, wo sind meine Reinigungstücher? Also, einmal, dass man sagt, man macht den Text, der dann so ein bisschen, als stempeln wir den doch noch mal normal ab, der dann halt noch ein bisschen dunkler. Ach, das ist wieder, wenn ich mir keine da. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Aber es ist schon so, das Emboste, finde ich, ist noch so ein bisschen dunkler. Es ist halt so ein bisschen erhaben und sieht halt so ein bisschen, naja, edler aus. So, der andere Punkt, warum ich embosse. Nochmal ein bisschen auf Schnellverlauf, damit das Video nicht zu lang wird. Basically wisst ihr jetzt, wie Embossen geht. Es gibt da so ein paar Feinheiten. Was ich euch noch zeigen wollte oder erklären wollte, der Hauptgrund, warum ich embosse, sind nicht die Texte, sondern Motivstempel. Und zwar ist der Grund, warum ich inzwischen
wesentlich mehr embosse als früher beim Motivstempeln, weil ich jetzt mit Aquarellfarben koloriere. Und durch das Embossen bildet sich quasi auch so eine natürliche Barriere, so ein Mini-Damm, sage ich mal, dass die Farbe, selbst wenn ich ein bisschen mehr Farbe benutze, nicht so leicht, sage ich mal, über den Rand rübergehen kann. Was ich auch bei neuen Stempeln mache. Und ja, diese süßen Mäusestempel sind neu. Ich denke mal, es wird da mit Weihnachten ein paar Karten geben. Ist, dass ich erstmal Probestempel, um zu gucken, ist der Stempel so, ja, wie lässt sich der Stempel stempeln? Weil es gibt Stempel, die sind ein bisschen unausgewuchtet, würde ich mal sagen. Die lassen sich halt schlecht stempeln. Hier hat das gut geklappt. Jetzt habe ich da einen größeren Flocken Embossing-Pulver drauf. Den kann ich auch mit dem Finger so ein bisschen wegmachen. Ihr wisst, Feinmotoriker können da auch einen Pinsel benutzen. Normalerweise bringe ich erst meinen Embossing-Pulver in Sicherheit, weil es könnte jederzeit eine Frechkatze vorbeikommen. Da habe ich jetzt ein Katzenhaar entdeckt. Hab das schnell mit der Pinzette rausgeholt. Und ja, beim Föhn müsst ihr halt drauf achten. Nicht zu weit weg den Föhn, nicht zu nah dran. Das Pulver nicht verbrennen, alles Pulver zu erwischen. Also es gibt so Naturtalente fürs Embossen, wie mein Neffe, der hat das sofort verstanden. Und ja, es gibt dann Leute wie mich, ich habe da ein bisschen länger für gebraucht, wie das Ganze funktioniert. Jetzt gucke ich, ob das auch alles geschmolzen ist. Und vergleicht das jetzt mal mit dem einfachen Stempelabdruck. Hier könnt ihr das gut sehen, wie der einfache Stempelabdruck aussieht, wie das Emboss da aussieht. Und das Emboss sieht, finde ich, wesentlich besser aus. Und es wird auch, wenn es koloriert ist, embossed einfach wesentlich schicker aussehen. Gibt aber noch ein weiterer Grund, der für Embossen spricht. Und zwar, es gibt halt Hintergründe, die oder Oberflächen, die halt glatt sind. Ich zum Beispiel stempel sehr viel mit diesem Werberfeinkissen und da ist es halt so, wenn ich da jetzt raufstempel auf einen glatten Untergrund, kann das sein, dass das Versafeinkissen einfach nicht trocknet. Und zwar weder wenn ich mit dem Embossingföhn das antrockne, noch wenn ich das tagelang liegen lasse, weil das einfach nicht für glatte Oberflächen geeignet ist. Und ich sag mal, auch die Distress-Kissen oder die Oxides sind ja auch nicht für glatte Oberflächen gedacht. So, und das ist mir halt schon ein paar Mal passiert. Ich mal gucken, es kommt halt immer wieder darauf an, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich stempel jetzt hier drauf und das Ganze trocknet mir jetzt nicht ab. Und wenn ich rauffasse, ist das immer noch feucht. So. Und da kann euch das halt helfen, das Problem zu lösen, indem ihr mit Embossing-Pulver drüber geht. Der andere Punkt ist auch, ich habe zum Beispiel auch ein Archival-Ink-Stempelkissen, was besser mit glatten Oberflächen klarkommt. Manchmal klappt das auch mit dem nicht. Aber ich möchte vielleicht einen Effekt haben, wo das Schwarz richtig, richtig schwarz ist und richtig, sage ich mal, blockig ist, dann ist das auch noch mal eine gute Möglichkeit. Natürlich könntet ihr das auch machen, wenn ihr jetzt, zeige ich sonst noch mal im nächsten Video, oder ich weiß jetzt noch nicht, ob das nächste jetzt Clear Embossing Pulver wird oder das weiße Embossing Pulver. Aber ihr könnt das auch machen, wenn ihr merkt, es trocknet nicht ab, dass ihr Clear Embossing Pulver nimmt. Ich finde jetzt gerade bei dem bunten den Effekt ganz schön mit den, dass ich jetzt hier schwarzes Embossing-Pulver nehme.
So, und jetzt habe ich halt quasi wirklich diese zwei Probleme gelöst. Mein schwarzes Stempelkissen ist mir nicht intensiv genug. Dann nehme ich halt noch schwarzes Embossingpulver oder das Stempelkissen trocknet halt nicht ab. Und es ist halt so, ich bin ja auch so ein haptischer Mensch. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen, bis das getrocknet ist. Es ist natürlich schon, dass man das, wenn man darüber fasst oder sieht, dass das noch eine weitere Ebene gibt, die natürlich plastischer ist, als wenn ihr nur stempelt. Hätte ich doch tatsächlich fast vergessen, euch zu zeigen, wie das mit diesem Embossing-Stift funktioniert. Ich muss sagen, ich habe den mir irgendwann meinen jugendlichen Übermut gekauft, habe den dann nie benutzt und jetzt wiedergefunden und dachte, wenn ich hier dieses Embossing-Video mache, dann zeige ich euch auch, wie der funktioniert. Ich habe halt keine schöne Handschrift. Deswegen muss ich sagen, ist es für mich nicht so attraktiv, damit zu schreiben, das Ganze zu embossen, aber vielleicht geht euch das da ja anders. So, in diesem Stift ist halt so eine, ja, Flüssigkeit drinne, so muss ja so eine Embossing-Flüssigkeit sein. Ich nehme jetzt auch das eingeschmotterte Aquarellpapier von eben, wo mir das Stempelkissen raufgefallen ist. Und dann schreibe ich jetzt einfach auf dem Papier drauf. Mach, ja, hallo du, ein kleines Herz und geb das Embossingpulver darüber. So, ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Erstmal wieder so, und ich fand, dass das Pulver jetzt nicht so richtig gut gehalten hat an einigen Stellen. Das kann auch daran liegen, dass dieses Hallo du mit dem Herz zu lange gedauert hat, bis ich das geschrieben habe. Und es vielleicht auch ein, zwei Grad zu warm sind. Dass das halt, denke ich mal, besser funktioniert, wenn man das halt, sage ich mal, einzeln schreibt, gleich mit Embossingpulver rübergeht. Das ist jetzt so mein Verdacht. Ich werde das Ganze jetzt embossen. Und was mir dann halt einfiel, was ich gerne probieren würde, wäre mit dem schwarzen Stift zu schreiben und dann versuchen, das mit dem schwarzen Stift geschriebene zu embossen, ob das funktioniert. Weil generell bin ich immer neugierig und es ist ja auch so der Grund, warum ich mit schwarzem Stempelkissen embosse, wenn ich schwarzes Embossingpulver benutze, ist auch, selbst wenn ich mal an einer Ecke gefuscht habe, dann sieht man das ja nicht ganz so doll. Wieder so ein Tipp von Fuschen mit Sonja. So, und dann habe ich jetzt hier einfach gesagt, dass ich nehme jetzt hier so einen Ecoline-Stift, mache das gleiche nochmal mit dem Stift. Und guck mal, wie das Pulver dran haftet. Weil vielleicht muss man ja auch nicht immer teures Geld für ausgeben. Und ich muss sagen, das Pulver hat nicht so richtig gut dran gehaftet. Ich weiß nicht, ob das mit einem anderen Stift besser funktionieren würde, aber ich finde, der Ecoline ist eigentlich schon relativ saftig. Und merke hier, also mit dem Stift auf dem Aquarellpapier scheint mir das nicht die richtige Lösung zu sein. Da ist wohl schon dieser ja, Embossing-Stift besser, wenn man dann halt was per Hand schreiben möchte. Also habe auch keinen Schimmer, warum mein Vergangenheits-Ich diesen Embossing-Stift haben wollte. Ich habe beschlossen, dass ich das hier jetzt nochmal ausprobiere. Erstmal mit dem schwarzen Stift, dann Embossingpulver rübergebe, das Ganze embosse. Und ich muss sagen, ich spoiler jetzt schon mal an dieser Stelle, das Ganze hat mich nicht wirklich überzeugt. Das sah nachher nicht wirklich embossed aus, da waren eher so
Krümel dran und ich weiß jetzt, ja, es war auch ein bisschen zu warm. Vielleicht bei 15 Grad wird das besser funktionieren, aber generell überzeugt mich die Methode überhaupt nicht, so einen Ecoline-Stift zu nehmen und dann das Embossing-Pulver, weil da wirklich kaum Embossing-Pulver drauf war. Ich habe das Ganze jetzt nochmal probiert mit dem Embossing-Stift. Ob das jetzt, wenn ich dann nur erstmal du schreibe und embosse, ob das besser geht. Und ich finde, man sieht das sofort. Das heißt, dass man halt dann halt, sage ich mal, lieber nur kurze Wörter macht, das Ganze embosst. Außerdem kann es auch sein, dass mein Embossing-Stift, der ist bestimmt schon 6 Jahre alt, nicht mehr so saftig ist. Vielleicht ist das beim frischen Stift auch noch anders. Was ich euch auch noch als Idee zeigen wollte, ist, dass ihr so einen bunten Hintergrund nehmt. Dann geht ihr mit dem Stift rüber, mit dem Embossing-Pulver. Wir haben jetzt gelernt, nicht zu lange warten, bis man mit dem Embossing-Pulver rüber geht. Da einfach Muster macht. Und so halt auch einen Hintergrund gestaltet. Und nein, der Hintergrund gefällt mir nicht so dolle. Das war jetzt auch nur als Idee für euch, was ihr ausprobieren könnt. Weil ich weiß, es gibt da draußen Leute mit schönen Handschriften, die wahrscheinlich auch schöne Kringel oder irgendwas dann da auch hinbekommen würden. Das Ganze werde ich jetzt erstmal embossen. Und dann hatte ich noch so eine kleine Idee, was ich ganz gerne ausprobieren wollte mit diesem Stift. Das erzähle ich euch jetzt schon mal. Und zwar, ihr wisst ja, ich liebe meine Rahmen. Es ist ja schon irgendwie fast zwanghaft, dass ich gerne Rahmen habe bei meinen Projekten. Da habe ich überlegt, das könnte ich jetzt hier bei der Karte ja auch machen. Überlegt habe, ich nehme jetzt ein neues Papier. Wie gesagt, immer, wenn ihr anderes Embossing-Pulver benutzt, nehmt bitte ein neues Papier. Und ich habe mir rotes Embossing-Pulver rausgesucht, mache jetzt hier so einen Rahmen, versuche mich auch wirklich zu beeilen und da das Embossing-Pulver hier so rüber zu packen, funktioniert jetzt natürlich nicht ganz so perfekt, aber einigermaßen. Und ihr seht, an der einen Stelle hat das jetzt nicht ganz so gut geklappt, weil ich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu langsam war. Aber das ist ja auch nur ein Probedurchlauf. Das heißt, man könnte ja auch eine Linie machen, das Ganze embossen, dann die nächste Linie machen, embossen. Dann würde das Ganze halt auch ein Tick besser aussehen. So, das werde ich jetzt embossen. Und damit bin ich dann auch fertig mit dem Video zum Thema Embossen mit schwarzem Embossing-Pulver. Ich hoffe, obwohl ich wirklich nicht gut im Embossen bin, dass euch das Video weitergeholfen hat. Ihr wisst, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Auch wenn ihr noch Wünsche, Anregungen oder Fragen habt oder einfach so, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Diesen Embossing-Dabber werde ich euch dann nochmal bei Gelegenheit in einem der anderen Videos nochmal vorstellen und zeigen, der ist, wenn ihr Embossing-Pulver wirklich großflächig aufbringen wollt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und denkt dran, ich werde die Serie jetzt nicht unbedingt chronologisch machen, sondern zusehen, wann ich jetzt auch Temperaturen habe, dass ich das nächste Embossing-Video überhaupt drehen kann. Dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!